Spürst du das Buch in dir? Dann stell dir folgende Frage. Möchte ich mir meine ureigene Geschichte endlich von der Seele schreiben? Oder will ich vielleicht mein Leben oder das meiner Vorfahren für meine Kinder und Enkel aufzeichnen, damit es nicht vergessen wird? Wir alle sind Geschichtenerzähler. Vielleicht macht uns genau das zu Menschen. Jeder kann schreiben, jeder kann singen, jeder kann tanzen. Teenager beispielsweise schreiben gern Tagebuch. Warum? Weil sie ihre Gefühle ausdrücken wollen, weil sie das, was sie belastet, was sie erfreut, weil sie das irgendjemandem mitteilen wollen. Und genau das kannst du auch. Bei wem kannst du ehrlich dein Herz ausschütten? Von dem her gesehen ist so ein Buch eine wunderbare Sache. Du sitzt da und du kannst dich öffnen. Weil du öffnest dich einem Freund, der hinterfragt nicht, der belächelt dich nicht, der beschimpft dich nicht. Da kannst du einfach mal alles loswerden. Du musst dich einfach nur noch mal an deine Kindheit erinnern, in deine Gefühle zurückgehen, in diese Welt, die du schon hattest. Die Inspiration kommt, wenn du dir die Zeit nimmst, Dinge auf dich wirken zu lassen. Und du kannst dann mit deinem Buch etwas bewegen. Ich erzähle dir von der Pike bis zum Ende alles das, was du tun kannst, wo die Fallen sind, wo die Glückseligkeit ist, wie es dir gut geht. Schreibe nur das, was du siehst, was du kannst und was du erlebst. Fang an. Du musst nur an dich glauben. Mein Name ist Gabi Hauptmann und ich begrüße dich bei Meet Your Master.